Hallo und herzlich willkommen, liebe kleine Mäusezähnchen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die großen, dicken Archivtüren der Filmgeschichte öffnen sich mal wieder. Wir haben mal wieder ein großes Meisterwerk ausgegraben aus den dicken Tresoren von Dingo Pictures. Ihr wisst, was das heißt. Tolle Synchronisation, tolle Geschichten, packende Animationen und es heißt natürlich auch wieder mit an meiner Seite Mara. Hallo Mara. Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Ich habe diesmal einen sehr kurzen Film dir präsentiert. Du hast sofort gesagt, ja, da bin ich natürlich wieder mit dabei. Das war mein einziger diesmal Kritik. Ja, von Dingo Picture, dass sie sehr lang waren. Und jetzt haben wir uns runtergekürzt auf 24 Minuten. 24 Minuten. Ich sag mal so, wenn ein Film einfach nur 24 Minuten dauert, dann muss der gut sein, gehe ich mal von aus. Weil dann hat man die Geschichte knackig erzählt. Also da werden keine Längen drin sein. Wahrscheinlich nichts, wo jemand von links nach rechts wandert über mehrere Sekunden. Gehe ich mal von aus. Das ist wirklich kondensiert, das ist wirklich so ein Happen. Es geht um die Mäusepolizei. Ein Fall für die Mäusepolizei heißt der Film. Auf Deutsch. Dingo Pictures, ihr wisst, ist natürlich eine deutsche Firma. Das wurde alles produziert. Hier und da lassen sich allerdings Parallelen zu einer, sagen wir mal, relativ bekannten Trickfilmproduktion aus den USA finden. Hier und da könnte das vielleicht heute auch passieren. Und wir haben, jetzt muss man natürlich ein bisschen, wir müssen das große Zurückrudern kommt heute. Wir hatten ja eine riesige Ankündigung. Letztes Mal, dass wir das große Interview machen mit den, wir haben sämtliche CEOs ausführlich gemacht von Dingo Pictures. Wir rudern mal wieder zurück. Das war alles, also das war schwierig doch dann. Ja, das war dreiste Irreführung, das war juristisch schwierig. Also da müssen wir wirklich uns entschuldigen für diese falschen Versprechungen. Das tut uns wirklich leid. Es gibt niemanden, der sich zu diesen Filmen äußern möchte. Wir haben lange gesucht, so kann man wir haben sagen. Viele Anfragen gestellt. Es gibt niemanden, wir kriegen nichts raus. Wir haben so viele Fragen. Wie wurden die produziert? Ist das alles ernst gemeint? Was soll das Ganze? Und tut es euch leid? Das sind Fragen, die wir den Verantwortlichen stellen möchten, geht aber nicht. Niemand ist dafür verantwortlich, also heute auch kein Top-Interview. Dafür heiße Spannung aus dem Bereich der Mäusepolizei. Wie sich das gehört, habe ich natürlich wieder ein Dingo-Bingo gemacht. Denn langsam hat man ein Gefühl für den Stil dieser Filme. Und beim letzten Mal ist mein Dingo-Bingo ja gescheitert. Ich konnte keine volle Linie ziehen. Deswegen schaue ich mal, wie es heute läuft. Es geht um Mäusepolizei. Da habe ich natürlich überlegt, was könnte da alles passieren in diesem Film und habe ein Dingo-Bingo kreiert. Wir schauen mal ganz kurz rein und werden während des Films mal gucken, was passiert. Dingo-Bingo, die Mäusepolizei. Wir fangen mal links oben an. Ich habe diesmal nur 9 Felder gewählt, um meine Siegeschancen zu erhöhen und weil der Film kürzer ist, dachte ich, das ist angebracht. Links oben fangen wir an mit jemand spricht komisch wegen Mäusezähnen. Also wir haben ja immer wieder gemerkt, dass die Synchro natürlich fantastisch ist und ich dachte, dass wenn man sich in so eine Maus hineindenkt, sind ja wie würde sich das anhören? Genau, das wäre dann so, ja, hallo, sowas in der Richtung. Ja, ich glaube, da kriegen wir was hin. Mit den großen Zähnen, sowas, glaube ich, könnte sein. Dann natürlich im Bereich der Polizei, wir haben eine Verurteilung ohne ausreichende Beweise. Also da wird jemand einfach eingesperrt, verurteilt, erschossen, was auch immer. Dann, auch klassisch in solchen Filmen, eine Tierart ist klar böse. Also irgendwie die Katzen sind alle böse oder die Hunde oder wer auch immer. Irgendein Tier ist einfach unhinterfragt, einfach die sind böse. Dann natürlich sehen wir eine Mausefalle, ja, entweder als Gefängnis am Ende oder irgendwie jemand fällt rein oder das ist irgendwie der Böse stellt Mausefallen auf, sowas. In der Mitte habe ich mir mal an einen Begriff gewählt, der ich dachte sehr sicher vorkommt, Polizeigewalt. Ich glaube, hier werden die Verbrecher mit rauen Handschuhen angefasst. Ordentlich das Genick gebrochen der Mäusefalle, das sehe ich auch als Ende dann, ja, als Hinrichtung. Dann haben wir noch natürlich so übertrieben gewalttätig am Ende. So niedergeknüppelt von so der ganzen Hundertschaft. Was natürlich auch nicht fehlen darf in einem Mäusefilm ist Käse. Deswegen haben wir eine Maus schaut gierig auf Käse. Ja. Dann ist natürlich Dingo Pictures immer für seine flotten, lockeren Sprüche bekannt. Da habe ich dieses Mal vorausgesagt, aus die Maus. Oh ja. Also jemand wird verhaftet oder fällt irgendwo runter oder irgendwie ist in die Ecke gedrängt. Aus die Maus. Sowas. Ja. Dann haben wir noch Bestechung. Jemand wird bestochen, versucht bestechen. Vielleicht mit Käse wieder auch. Mal gucken. Ja, da, ja. Und als Weiß letztes ich nicht, Feld. Ob Dingo so weit geht? Ja, doch, glaube ich schon. Und als letztes Feld haben wir erbärmlich schlechter Reim. wir kennen natürlich Dingo Pictures für seine, Rilke-esken Reimfähigkeiten. Und ich glaube, die sehen wir heute auch wieder in voller Pracht. Ja, finde ich gut. Ich glaube, also ich würde noch dazu nehmen, dass wir wieder diese alte Stimme haben. Wir hatten bisher in jedem Dingo-Film dieses. Ich kann es gar nicht nachmachen. Oh, was macht ihr denn hier? Diese Stimme. Ja. Und ich glaube, dieser alte Dino, aka, wer war es denn bei Aladdin? Ich glaube, da war es dieser
Ja, der dunkle Zauberer, oder? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich kann schon nicht mehr reden. Da war der auf jeden Fall auch mit dabei. Und ich glaube, den haben wir jetzt auch wieder, weil das ist so ein, die haben so ein paar Synchronsachen, die immer vorkommen. Und ich glaube, der kann einfach nur irgendwie drei Stimmen. Und die eine von dem alten Typen, die muss halt immer dabei sein. Also ich vertraue auf diesen alten Typen. Ich habe es mal als Bonusfeld hinzugefügt. Vielleicht schaffen wir sogar eine Viererreihe. Mal schauen, ob wir alles schaffen. Okay. Ich würde sagen, wir sind bereit. Falls ihr mitschauen wollt, ihr müsst nichts machen. Es ist kein Audio-Flick, wo ihr parallel irgendwie was anklicken müsst, sondern wir können das Ganze auf YouTube anschauen. Mara und ich haben uns synchronisiert und ihr könnt einfach hier mitgucken. Ist das Ganze legal? Ja, ist ja abgenickt von Dingo. Ich hoffe auch, dass das hier... Also mein bisheriger Rekord sind ja 34 Claims auf dem Video. Ich schaue mal, wie viele Claims dieses hier bekommen wird. Die aber man muss natürlich in Grund und Boden geklagt. Ja. Aber man muss ihnen zugute halten, sie haben die Claims auch wieder zurückgezogen. Also das haben sie doch gemacht. Nachdem ich 2 Wochen nachgefragt hatte, kamen sie dann wieder. Also mal gucken. Vielleicht 42. Wer bietet mehr, könnt ihr gerne raushauen. Wie viel passen in 24 Minuten? Ich bin gespannt. Ich bin guter Dinge, weil ich glaube, selbst wenn es grottig ist, was es wahrscheinlich wird, es dauert nicht so lange. Ich muss kurz für meinen Schritt sagen, was ist das Rauschen im Hintergrund? Wir haben hier gerade wieder ein Sub-Geballer von Cyberblitzbirne gehabt. Das ist das Problem. Mein Sub-Sound ist dieses Rauschen, dass jetzt die nächsten 20 Minuten so ein Rauschen, Rauschen hier durchrauscht. Tut mir leid. Ich weiß nicht genau, wie ich es ausblenden kann. Blendet es einfach aus. Klirrende Geld im Hintergrund. Ohren betäubend. Aber Dankeschön nochmal an der Stelle. So. Ich bin bereit. Auf YouTube Mäusepolizei Full Movie. Komplett hochgeladen, ist auf Deutsch. Genau. Ja, es gibt mehrere davon. Also da hatten mich meine Mäuse auf Discord auch schon drauf hingewiesen. Irgendwie die erste halbe Stunde ohne Ton bei dem anderen, bei der anderen Version. Da dachte ich schon, oh scheiße. Der geht ja nur 24 Minuten, das wird unangenehm. Aber dann habe ich noch eine gefunden, wo der Ton direkt da ist. Wir freuen uns jetzt über 24 Minuten Film, aber es gab ja irgendwelche unglücklichen Kinder, die diese DVD unterm Weihnachtsbaum oder zu Geburtstag gefunden haben, die einfach dann so 24 Minuten schlechte Animation bekommen haben. Also ich glaube, was Enttäuschung angeht, sind wir hier wirklich auf dem Gipfel angekommen. CRTS schreibt auch gerade im Chat, Bernhard und Bianca ist mein Lieblings-Disney-Film. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schauen sollte. Ja, es kann natürlich sein, also die Leute, die Bernhard und Bianca gesehen haben, wir haben das eben mal recherchiert, aus den 70ern, da ist der erschienen. Wir werden vielleicht ein kleines Flashback hier haben. Ich sage nur, RETTUNG, Rettungshilfsvereinigung, ist natürlich ein super Lied, wenn man das kennt. Ich hoffe, dass wir Ähnliches hier auch hören werden. Das ist eine Original Story von Dingo. Das hat überhaupt nichts mit Bernhard und Bianca zu tun. Die haben sich da was Eigenes ausgedacht. Es gibt viele Geschichten mit Mäusen. Was gibt's noch so? Mickey Maus. Und was noch? So, wir fangen an. Los geht's. Ich bin bereit. Ja, okay, ich starte. Okay, du startest. 3, das Coole 2, an Dingo ist ja, es geht direkt los, ne? Also kein Intro, kein Credit. Ja, da wird direkt geballert. Yes! Oh Gott, warte, nochmal zurück. Okay, los geht's. Sag mal, wie die Lautstärke ist. Ja, bei mir auch bitte. Ein Fall für die Mäusepolizei. Und es ist wirklich Polizei, ne? Weil es wirklich Deutsch ist. Wow, Mickeys Vater! Die Rocky Rockvorbande! Lauterbacher Käseblatt! Lauterbacher Käseblatt! Na Max, wie viele Punkte bist du denn diesmal im Rückstand? Halt die Klappe, Charlie Gauda! Noch steht's unentschieden. Außerdem ist Sophie älter. Die Minigolfbahn gibt's doch erst seit einem halben Jahr. Und wir haben immer zusammen gespielt. Los, Charlie, lass mich mal in die Zeitung gucken. Vielleicht gibt's hier was Neues. Was soll's denn schon Neues geben? Hier passiert doch nie was. Außer du würdest gegen Sophie gewinnen. Mann, das wäre eine Schlagzeile. Ich werd's euch schon zeigen. Na, dann sucht mal schön. Tschüss. Lauterbacher Käseblatt! Lauterbacher Käseblatt! Dieses Mal holst du aber den Ball. Geht nicht. Ich habe meine neue Hose an. Und wenn ich ihn nicht hole? Dann musst du eben für den verlorenen Ball bezahlen. Ich bin pleite. Schon wieder. Das Leben ist eben teuer. Ach ja, die Laufanimation. Charlie Gauda, das ist so gut.
Oh nein, die Falle. Oh Gott. Max, Max, komm schnell. So viel zu viel, wir kriegen keine Laufszene. Ich dachte, der heißt Charlie. Nee, der Zeitungstyp heißt Charlie Gauder. Achso. Oh je, bin ich froh, dass ihr mich gefunden habt. Ich hätte hier glatt verhungern und erfrieren können. Ich mach mich los, ich muss sofort zur Polizei. Das ist die beste Stimme. Was ist denn passiert? Ihr werdet es nicht glauben, ich bin überfallen worden. Was ist das passiert? Wo ich doch nicht mal im Fernsehen einen Krimi schauen kann, ohne dass ich total Angst kriege. Richtiger Überfall? Mickey Maus als Zweitbesetzung geht. Nur mal langsam, Willi. Wo bist du denn überfallen worden? In meinem Käselaster natürlich. Oh je, der Laster. Wir müssen sofort hin, die Gäste haben ihn bestimmt getraut. Wusste der, dass er synchronisiert oder redet er auch mit nicht hinterher. Das ist ja die beste Stimme der Welt. Das ist meine Lieblingsstimme bisher. Von allen Filmen. Die Musik ist ja schrecklich. Hier war's. Hier stand mein Laster, als ich überfallen wurde. Und jetzt ist er weg. Aber dort sind Reifenspuren. Dort. Ich glaube, wir sollten besser nicht weitergehen. Vielleicht sind die Räuber ja noch da. Wir holen doch besser die Polizei. Dann tu das. Max und ich erkunden schon mal die Lage. Na, die haben vielleicht Nerven. Aber, also es ist dringend, aber nicht so dringend. Also Rennen, die es einfach nie geschafft haben, Rennen zu animieren. Total leer. Ratzeputz leer geräumt. Kein Krümelchen Käse haben sie übrig gelassen. Oh je, da wird Willi aber sauer sein. Oh, das ist eine Ratte. Hände hoch! Aber Onkel Theobald, wir sind es doch. Na sowas! Was habt denn ihr hier zu suchen? Macht, dass ihr auf der Stelle nach Hause kommt. Aber Onkel Theobald, wir haben doch Willi und den ausgeraubten Wagen gefunden. Wir sind wichtige Zeugen. Naja, wenn das so ist, das ist natürlich was anderes. Ihr habt doch hoffentlich nichts angefasst. Nein, natürlich nicht. Die haben ja gründlich aufgeräumt. Nichts Willi Appenzell. Was ist denn alles gestohlen worden? Also wie ich das sehe, alle... Die haben den Wagen glatt in zwei Teile geteilt. Was ist denn alles? Achso, das meinst du? Also da waren zunächst mal 10 Kilo Edamer, 5 Kilo Harzer, 5 Kilo Butterkäse, 10 Kilo fettarmer Käse, 10 Kilo Camembert und dann noch... Camembert? Ausgerechnet meine Lieblingssorte haben die geklaut. Bitte recht freundlich. Oh, Spiegel! Allgäuer, der rasende Reporter. Dingo Igel. Du darfst natürlich nicht fehlen. Ich habe alles mitgeschrieben. Jetzt brauche ich nur noch ein Foto von euch allen. Was? Danke. Das wird yes, Fall gelöst. Die fröhliche Familie. Wir haben Frau Antje ganz vergessen. Sie wartet sicher schon auf Willi und den Käse. Komm, Max. Ja, der das Bauch war's. Der Bauch von dem Blauen sieht auch wieder wie so ein Gesicht aus. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist jemand alt, das ist gut. Willi muss jeden Augenblick kommen. Ist ja gut, Babybell. Du kommst ja gleich. Babybell! Ja! Nicht auch noch. Nice! Doch, es geht keiner mehr rein. Wir warten alle auf Willi. Die alte Bubbelmaus hat sich mal wieder verspätet. Na, der hat sich verspätet? Ist das ein bisschen Amerikaner? Ja, er wird von Mal unzuverlässig sein. Aber kein diesmal kann er ja, das ist nicht ganz fresh, Dumbledore. Willi das ist knapp. Überfallen worden. Nee. Die Hose von dem Blauen sieht aus wie ein Gesicht. Er ist ausgeraubt worden. Der Käsetransporter ist ausgeraubt worden. Es gibt keinen Käse. Einen Käse? Achso, die essen auch nur Käse, okay. Was die beiden euch erzählen. Die wollen euch doch nur veräppeln. Aber Die Figur wird einfach amerikanisch, weil die Synchronsprecherin nicht anders sprechen kann. Deswegen haben sie einfach einen Hut aufgesetzt. Extrablatt. Gib her. Ich dachte, du bist pleite. Da, seht ihr? Wir haben nicht gelogen. Es ist sogar ein Bild von uns in der Zeitung. Lies vor. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde Willi Appenzell, der Käselieferant... Ja, wir haben es verstanden, wir waren doch dabei. Wir müssen es doch jetzt nicht in der Zeitung lesen. Ja, aber die anderen Leute wissen es doch noch nicht. Nur der tatkräftigen Hilfe von Sophie und Max Emmental ist es zu verdanken, dass er unverletzt befreit werden konnte. Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, sieht aus wie ein Koala. Eine Belohnung ausgesetzt. Das gibt's doch nicht. Ein Überfall in unserer friedlichen Stadt. Kein Käse. Ich habe absolut keinen Käse mehr im Regal. Nur noch dieses Stückchen. Ich glaube, wir haben es verstanden langsam, oder? Oh, was soll ich denn jetzt machen? Kein Käse. Ah.
Hartkäse kann ich nicht essen. Ich hab doch keine Zähne mehr. Babybell. Oh nein. Vielleicht hat Frau Antje ja noch einen Käselutscher für dich. Wir können es ja mal mit dem Stück bitte Käse Babybell irgendwas suchen. Das hat keinen Sinn, Frau Antje. Dieser Käsetransporter ist der gesamte Käse in der gesamten Stadt? Ja. Gibt es einfach einen anderen Käse da? Es gibt eine Belohnung. Komm. Die Musik ist so gut einfach. Die ist so auf den Punkt. Die fasst genau die Atmosphäre ein. Das könnte jetzt auch so Native American Dokumentation sein. Ja, ich habe verstanden. Gewiss doch. Nein, ist schon richtig so. Ja, er wird alles bekommen, was er braucht. Onkel Theobald, was ist denn los? Sie haben mir den Fall entzogen. Eben hat Münster angerufen und gesagt, sie hätten einen Kommissar hierher geschickt, der den Fall übernehmen soll. Da passiert mal was Spannendes und dann darf ich den Fall nicht mehr aufklären. Das ist doch... Psst, kein Wort von dem, was ich eben gesagt habe. Das wird ja schon sein. Ich bin Kommissar Chester aus Münster. Der sieht viel echter aus als Onkel Theobald. Aber was haben denn Kinder auf der Polizeiwache zu suchen? Das sind wichtige Zeugen. Ohne die beiden würde Willi Amzell immer noch gefesselt im Gebüsch liegen. Nun gut, ich werde die beiden später befragen. Jetzt will ich erst einmal den Tatort besichtigen. Sie begleiten mich. Das geht nicht. Ich muss am Telefon bleiben und auf Hinweise aus der Bevölkerung warten. Ja, das verdächtigt die Ratte. So in der Zeitung. Wir können ihn doch begleiten und ihm alles zeigen. Nun gut, Sherlock Holmes hatte schließlich auch einen Assistenten. Komm mit. Naja, vielleicht ist er einfach faul. Ich werde mir doch nicht die Pfoten ablaufen, wenn ich den Fall sowieso nicht lösen darf. Sollt ihr doch sehen, wie er fertig wird. Kommissar Chester, Großstadt-Heini. Warum nicht Cheddar? Oder heißt der Chester Cheddar? Ja, das wäre nicht schlecht. Aus Münster, der großen Käsestadt. So, jetzt Rache. Hab ich's mir doch. Das ist der Wagen. Es deutet alles auf die Rocky-Rock-Vorbande hin. Das ist der 7. Überfall in nur 7 Wochen. Die Rocky-Rock-Vorbande. Die berüchtigte Rocky-Rock-Vorbande. Ein Überfall pro Woche ist jetzt auch nicht so viel. Und als Erkennungszeichen lassen Sie dies hier zurück. Jetzt zeigt mir die Stelle, wo ihr Willi gefunden habt. Was? Was ist denn das, ein Hut? Ein Trichter. Chester ist offenbar auch ein Käse. Laufen. Schneller! Lauft, ihr Mäuse! Lauft! Aber die Musik ist gut. Dorthin haben sie Willi geschleppt. Sandy weg. Meinst du, der findet noch so eine komische Mütze? Das war eine Baskenmütze. Eine Baskenmütze, okay. Ach, da ist ja der Ball. Kann ich ihn haben? Nichts da. Der Ball ist ein wichtiges Beweismittel. Er kommt zur Spurensicherung ins Labor. Aber... Und jetzt geht nach Hause. Ich kann euch nicht mehr gebrauchen. Okay. Blöd, Mann. Sowas Doofes. Und jetzt? Keine Ahnung. Gehen wir. Und das war's. Es gibt viele, hier haben jetzt schon mehr verschiedene Songs als den Aladdin. Na, aber hey, also teilweise war es auch aus dem Dinosaurierfilm Musik. Echt? Den wird Baby Bell irgendwann weggeschmissen haben. Lass ihn liegen. Aber der ist total frisch. Riech doch mal. Du hast recht. So frischen Käse hatte Frau Antje schon seit Tagen nicht mehr im Laden. Du, der muss aus der Lieferung von Baby sein. Das war aber jetzt auch Kritik. Was meinst du? Müssen wir den jetzt Kommissar Chester bringen? Quatsch. Ach komm, die finden jetzt nicht einfach random Hinweise. Doch. Vielleicht gibt es ja noch mehr Spuren. Die suchen ja nicht mal nach denen. Wie in einem Pen and Paper. Nichts zu sehen. Was machst du denn da? Ich riech was. Hast du ein neues Fußdeo? Kannst du das tatsächlich riechen? Riecht cool, was? Camembert Chanel. Nach Camembert riecht es aber nicht. Das ist ein ganz billiges Zeug, was ich da rieche. Was? Höchstens Limburger 3711. Vielleicht deine Füße. Ich brauch doch kein Deo. Meine Füße riechen auch ohne Deo ganz toll nach Käse.
Nein, das muss von dem sein, der den Käselutscher weggeschmissen hat. Ja gut, die sind Mäuse, die lieben natürlich Käsefüße. Das ist natürlich Worldbuilding, was wir hier sehen. Das ist natürlich ganz raffiniert. Der Käse hoch kann natürlich auch noch vorkommen. Stark. Ich rieche nichts mehr. Hier ist er stehen geblieben. Vielleicht ist er ja durch den Fluss gewartet und du kannst deshalb nichts mehr riechen. Ja, genauso wird's sein. Komm! So mache ich es auch immer, wenn ich eine Vermutung aufstelle. Ja, genauso wird es sein, wenn man muss. Diese Maultrommel, ey, es ist. Okay. Die Musik hatten wir schon mal, ich glaube, beim Dino-Film. Ja, das stimmt. Quatsch, das ist ein stinknormaler Jogger. Der sieht doch nicht aus wie ein Räuber. Räuber sehen selten aus wie Räuber, sagt Onkel Theobald. Na, wenn der das sagt. Wenn das ein harmloser Jogger ist, dann können wir ja einfach zu ihm hinlaufen. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht. Ich meine, so sicher bin ich mir auch nicht. Feigling. Oh, das war ein böser Plekto. Uiuiui. Yes. Guten Tag. Hat man denn nirgends seine Ruhe vor diesen Plagen? Los, verschwind! Das ist hier Österreicher. Und? Ich glaube, du hast doch recht. Es war extrem unfreundlich, aber harmlos. Hey, sag mir nicht, die Österreicher sind die Bösen. Doch. Oh, da ist mal ein Stein essen. Na und? Der ist Käse. Meinen Lieblingskäse. Der frisst doch tatsächlich meinen Lieblingskäse. Also gehört er doch zur Bande. Los, komm. Ah ja, die berühmte Räuberhöhle natürlich. Was soll denn das? Ja, die Lose. Mäuseschachtel. Käseschachtel. Käseschachtel. Hätte das Gandalf mal probieren sollen? Ja. Der Lieferant? Ein bisschen Sport würde auch nicht schaden. Weil es uns die Polizei mal verfolgen sollte, erwischt sie dir als Ersten. Faul und untrainiert wie du bist. Eine Geheimtür. Der Eingang ins Kanalisationssystem. Irgendwo da drin muss das Versteck sein. Die Österreicher im Chat sind empört über den Dialekt. Ich kann ja versuchen, meine Stimme zu verstellen. Ganz tief. Könnte klappen. Ja, es wird noch zwischen Schweiz, Österreicher und Bayer hin und her geschoben von den Leuten. Kann er uns nicht erkennen. Wir müssen aber sehr schnell sein. Käseschachtel. Passt, wir sind noch nicht ganz bei Fresh Dumbledore. Aber deine Stimme kenne ich nicht. Erkältet. Was? Erkältet. Und dann schnell wegflitzen, so funktioniert aber, es. Aber auch so, und diese Staubwolken hießen, dass sie ganz schnell... Habe die Ehre. Und weg. Das ist ja ein richtiges Labyrinth. Sollen wir hier jemand wieder rauskommen? Nun mach dir nicht gleich in die Hose. Die Räuber verlaufen sich ja auch nicht. Alter. Wow, Zubat, jetzt können sie rennen plötzlich? Aber mit nach vorne gestreckten Armen rennen. So gut gegangen. Und jetzt? Irgendwohin muss der Gang tatsächlich führen. Der vor uns ist ja auch hier. Aber mit Echo immerhin. Hier! Psst, nicht so laut. Sieht aus, als geht's in einen Keller. Ich werde verrückt. Eine richtige Räuberhöhle. Eigentlich klingt ganz angenehm. Ein fliegender Käse. Nie geschmiert, hä? So einen feigen Fahrer haben wir noch nie erwischt. Der hat sich ja fast in die Hosen gemacht. Die Fressfrau kann hier Käse. Mensch, Sophie, dort steht mein altes Skateboard. Siehst du's? Das hat mir Frau Antje gegeben. Das ist der alte Keller von Frau Antje. Ich werd verrückt. Eva, hab ich telefoniert mit Italia. Chef Alfredo Mozzarella ist sehr zufrieden mit euch. Aber yes. Der Käse muss noch heute verschifft werden nach Italia. Hat er nämlich angefangen, eben Touristensaison. Und diese deutsche Urlaubsmäuse wollen unbedingt haben deutsche Käse. Sie bezahlen unglaublich viele Specke dafür. Die sind vielleicht bescheuert, lassen echten italienischen Käse liegen und wollen dieses komische Zeugs hier. Verstehe ich gut. Mir schmeckt so ein echter Limburger auch besser. Du hast doch keine Ahnung. Hört auf, Streit! Also, heute Abend
Wenn es dunkel, legt eine Schiffe bei der geheimen Tür an. Dann bringen wir Käse auf Bord. Und wenn ihr den Käse verladen habt, dann wird gefeiert. Kommen Sie auf an Bord? Welches Schiff steigen Sie denn von Münster aus? Ach nee, Sie sind ja gar nicht in Münster. Ja, warum fahren Sie ein Boot nach Italien? Wow. Was war das? Hier ist jemand. Los, packen! Eine Mäusemädchen. Das ergibt es doch nicht. Oh nein. Schau mal nach, ob er noch jemand ist in der Nähe. Sie dematerialisiert sich. Du bist doch nicht etwa schon wieder trainiert. Bertie, Bertie, du bist ein Trottel. Du hast doch tatsächlich eine fremde Maus hereinkommen lassen. Hab ich mir doch gedacht. Ich stimme mir gleich noch unbekannt vor. Bist du deppert. Mach auf und sieh nach, ob eine draußen ist. Du bist ja deppert. Nichts zu sehen. Nun gut, aber wenn du Jim nicht kennst, lässt die Tür zu und du hast einen von uns verstanden. Glückscheiter. Warum ist immer die dümmste Person von allen diejenige, die an der Tür aufpasst, dass jemand reinkommt? War der Lieferant jetzt einer von den Räubern oder nicht? Nee, Onkel, ne? Theobald! Nein, ich bin's, Willi. Was denn mit dir los? Wo ist denn Sophie? Die Räuber, die Bande von Rocky Rock vor. Sie sind in Frau Antjes Keller und Sophie auch. Aber du bist ja ganz durcheinander. Komm mit zu Frau Antje. Bis dahin hast du dich beruhigt und erklärst dir alles ganz genau. Nun komm schon. Du hast ja gerade noch gefehlt. Dir ist doch klar, dass wir dich auf keinen Fall können lassen nach Hause, hä? Aber ich hab doch nichts gesehen. Und gehört habe ich auch nichts. Und ich verrate euch ganz bestimmt nicht. Nichts zu machen, Fräulein. Du kennst jetzt unsere Geheimnisse. Was wir machen mit dir? Ich weiß was. Du hast doch Angst vor Spinnen. Oder etwa nicht? du meine... Schau, mein Mäuschen, sind die nicht lieb? Ihr könnt die doch nicht freilassen. Das könnt ihr doch nicht machen. Das überlebe ich nicht. Ja, was wollen sie denn von dir? Sollst du ja auch gar nicht. Die wollen die töten. Achso, okay. Nimm sie eine Spinne freilassen. Oh je, hoffentlich schafft Max Hilfe herbei. Max, Hilfe! Das gibt's doch nicht. Eine Erdhöhle bei mir stark. Im Keller? Bist du auch ganz sicher? Ja doch, da stand mein altes Skateboard. Das würde ich doch unter Tausenden wiedererkennen. Sagt es doch der Mäusepolizei, der Titelgebenden. Mein Keller? Wo ist denn der Kommissar? Warum heißt es denn nicht Frau Antje und ihr Keller? Warum brauche ich keinen Keller mehr? Aber es gibt doch eine Tür zum Keller. Ja, natürlich. Aber die ist mit einem Regal zugestellt. Und den Schlüssel muss ich auch erst suchen. Ihr wollt doch nicht allein da reingehen. Ihr müsst die Polizei holen. Nichts da. Ich kenne doch Onkel Theobald. Bis der hier ist, kann Sophie schon alles Mögliche passiert sein. Und Kommissar Chester sucht überall nach Bastenmützen. Bis der irgendwas tut, kann es lange dauern. Wir müssen Sophie selbst befreien. Willi, du hilfst uns. Nein, komm nicht in Frage. Ja, ist die beste Truppe für eine Befragungsaktion. Willi, stell dich nicht so an. Du hast ein Auto und musst zur Geheimtür fahren und sie von außen verbarrikadieren, damit uns keiner entwischen kann. Das wirst du doch noch schaffen. Das ist doch nicht gefährlich. Na gut, wenn das wirklich alles ist. Barrikadieren. Immer diese leeren Blicke. Wir müssen ganz leise sein. Das ist alles immer links abgeschnitten. Das ist auch super. Am Ende des Ganges. Das einzige Regal, was jetzt steht, ja genau das. Ich bin der scheiß Maultrommel immer, ey. Da hängt ja auch der Schlüssel. Sowas Gemeines. Oh. Lass mich auch mal schauen. Sadisten. Schnell, Max. Es ist allerhöchste Zeit. Sophie hält das nicht mehr lang aus. Ist ja gut, Sophie. Ist ja gut. Da ist immer noch eine Spinne. Jetzt aber schnell raus hier.
Aber die Bande, was ist mit der Rocky-Rock-Vorbande? Keine Angst, Sophie. Willi hat die Geheimtür verbarrikadiert. Jetzt brauchen der Kommissar und Onkel Theobald die Räuber nur noch einzusammeln. Ich rufe sie sofort an. Ist nicht mehr nötig. Willi war vernünftiger als ihr und hat uns verständigt. Eigentlich gehört euch ja der Hosenboden versohnt. Naja, ich muss euch trotzdem loben. Gute Arbeit. Und nun, meine Damen und Herren, ran an den Speck. Ja. Ran an den Speck. Verdammt, besserer Catchphrase. Ja. Alles an die Wand. Die Würfelrunde ist aufgehoben. Und nun hüpft die Pfoten in die Höhe. Hat er gehört? Max und Joshi haben die Bande von Rocky Rock vorgefangen. Wenn du groß bist, Baby Bell, wirst du auch mal so mutig wie Max und Sophie. Versprochen? Wieder recht freundlich. Aber er ist doch kein Kammenbär. Warum ist er kein Kammenbär? Ein Kilo Weichkäse. 2 Kilo Harzer. 12 Käselutscher, bitte. Ist denn auch schon wieder Tütsitter da? Meine Frau wollte noch 500 Gramm Magerquark. So viel Käse habe ich ja noch nie an einem Tag verkauft. Aber ihr beiden habt auch genug für heute getan. Ab ins Bett. Okay. Oh, endet die Geschichte. Achso. Oh. Extrablatt. Jetzt kommt noch der Song. Extrablatt. Rocky Rock Vorbande von Max und Sophie Emmental gefasst. Extrablatt. Extrablatt. Los, Charlie Gauda, gib her! Max und Sophie Emmental brachten die berüchtigte Käsebande von Rocky Rockfort zur Strecke. Wie uns Inspektor Chester aus Münster mitteilte, erhalten die beiden zur Belohnung eine Reise Julius Käse. In das Mutterland des Käses. Stark. Nach Italien. Nach Italien? Cool, zu zweit gegen die Mafia. Was? Ja, und das war das. Wäre auch gut, wenn deine letzte Reaktion auf den Film, was? Und damit mit dem Gefühl geht man nach Hause. Wow, ein wilder Ritt, ein wildes Abenteuer, gespickt von unerwarteten Geschichtswendungen, voller Twists, voller Heldentum. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Punkt auf meinem Dingo-Bingo. Ich nicht? Nee. Kannst du nochmal schnell vorlesen? Was du hattest? Also ich hatte jemand spricht komisch wegen Mausezähnen. Nein. Naja, aber wir hatten jemand spricht komisch. Das ist auf jeden Fall ja, schon. Ja, Verurteilung ohne ausreichende Beweise. Es gab keine Verurteilung. Eine Tierart ist klar böse, könnte man die Spinnen allerdings nennen. Ja, doch, ja. Spinnen Zählt. Sind klar böse. Mausefalle, nein. Polizeigewalt, nein. Eine Maus schaut gierig auf Käse. Ja, am Ende können wir gerne mitnehmen. Aus die Maus kam nicht. Keine Bestechung. Kein erbärmlich schlechter Reim. Und die Fresh Dumbledore-Stimme kam auch nicht. Also, sehr enttäuschend, sehr unerwartet. Das war wirklich ein Curveball, dieser Film. Ich habe auch noch nicht verstanden, wann Dingo entscheidet, so daraus machen wir jetzt einen 2-stündigen Blockbuster. Ja. Oder daraus machen wir jetzt quasi wie so eine Serienfolge von 20 Minuten. Also, wir haben den Laden, den Käseladen. Mit einem geheimen Gang in den Keller und dann zwischen Keller und Räuberhöhle gibt's nochmal eine Tür, die, also warum konnten die Räuber nicht zu dem Mädchen hin? Zu welchem Mädchen? Ja, mit den Spinnen. Doch, die konnten ja dahin, die haben die ja zurückgelassen mit den Spinnen, damit die Spinnen die fressen und töten oder so. Und sind dann selber abgehauen, wollten aus der anderen Tür vorne raus, aus der Höhlentür. Und Ach da hat so. Dann, wurde ja dann mit dem Auto die Tür versperrt. Ach, hier wurde mit dem Auto die Tür versperrt, damit die nicht fliehen können. Sodass die, okay. Und die, aber ich frage mich, warum die Räuber nicht in den Keller gegangen sind, um gegen die Eindringlinge zu kämpfen. Haben die einfach nicht mitbekommen. Nö, ich glaube, die wollten einfach dann da diese Maus zurücklassen, dass sie getötet wird. Auch so ein klassischer Bösewichten-Move, die nicht so umzubringen, sondern mit irgendwas zurückzulassen, wo man sich auf jeden Fall noch irgendwie befreien kann und dann gehen.
Aber das gefangene Mädchen einfach töten. Fuck it. Ich weiß auch nicht, wie genau die Spinnen das angestellt. Ich meine, sie sahen tötungswillig aus. Wie genau das dann passiert wäre, weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich vor Angst gestorben oder sowas, so in die Richtung. Weil, aber es ist ja auch schon so, ich glaube, in allen Disney-Filmen, wenn da ein Schurke dann am Ende tatsächlich stirbt oder sowas, dann hat er das immer selber so ein bisschen sich zuzuschreiben. Mhm. Auch irgendwie bei Tarzan verfängt er sich ja so einen Lianen und erhängt sich da aus Versehen, der Bösewicht. Und irgendwie bei Die Schöne und das Biest fällt er vom Dach oder sowas. Also ich glaube, wir haben keinen Disney-Film, also wüsste ich jetzt zumindest gerade keinen, wo da wirklich irgendwie der Böse abgestochen wird oder so von einem Helden oder sowas. Also ist immer selber dran schuld. An seiner Ambition. Ja, tolle Moral auf jeden Fall. Ich habe was ganz, also die Mäusepolizei waren dann letzten Endes die beiden Kinder, oder wie? Ich dachte, es geht wirklich um ein Polizeirevier mit den Helden, die sind Polizisten, aber ging es ja gar nicht, sondern die Polizei hat ja gar nichts gemacht. Die wurde ja von Anfang an als unfähig abgestempelt. Warte mal, im Chat wird hier massiv. Das Biest stirbt nicht. Ich rede ja auch nicht vom Biest. Ich rede von dem Schurken, der das Biest abstechen will, der Bösewicht. Von diesem, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Simba kills Scar ist so auch nicht richtig. Der fällt ja auch eher runter und wird dann von den Hyänen gekillt. Also, know your Disney-Films, Fledermotte. Ja, aber... Ja, ich habe die Filme alle nicht gesehen. Ich bin eher der Dingo-Fan, muss ich sagen. Ich mag die Dingo-Originale lieber. Aber Alfredo Mozzarella, also da waren Charlie Gauder, das waren tolle Figuren, die toll gezeichnet wurden, tolle Entwicklung und ganz, ganz toll. Leider ein Hauptproblem für mich bei Dingo-Filmen, Protagonisten immer grundunsympathisch. Immer dieses meckernde, motzende, ja, du zahlst, nein, ich zahle, nein, ich bin pleite. So, das interessiert doch keinen. Versuch doch mal, dass man die Figuren mag und nicht, dass die immer so als unerträgliche Motzfiguren da stehen. Also ich weiß nicht, warum man das immer so macht, dass man die so maximal unsympathisch zeichnet. Ja, das stimmt. Mein MVP auf jeden Fall, dieser erste Willi-Typ mit der Synchronstimme. Also die war schon on point. Also diesmal wirklich die Synchronstimmen. Ja. Alle sehr, sehr gut. Der Österreicher auch super. wow, der Italiener. Also. Ja, die sind natürlich aus ganz Europa, die Bösewichte, das ist klar. Ja, großartig. Vielen, vielen Dank für diesen Fund. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt in der Dingo-Welt. 24 Minuten fand ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen lang. Also falls, immer noch kürzere gibt. So, ich denke so an gute 8 bis 9 Minuten. Ich glaube, man könnte mal, indem man hier die Laufanimationen wegnimmt, nochmal gut 10 Minuten rausholen. Ja, und auch, dass die erst die Kinder finden den Lastwagen, dann, also wir sehen es das erste Mal. Dann das zweite Mal erzählen sie den Erwachsenen, was passiert ist. Wir erleben es das zweite Mal. Die Erwachsenen glauben das nicht. Also kommt der Zeitungsbote und wir lesen es ein drittes Mal in der Zeitung, was passiert ist, wo wir denken, wir waren dabei. Wir haben es doch gesehen. Wir glauben euch doch, dass der Lieferwagen ausgeraubt wurde. Macht doch dem Zuschauer zuliebe einfach weiter. Ah, wunderschön. Dingo, immer wieder toll. Mal schauen, was wir da noch so finden. Es gibt noch diverse Filme. Ich dachte, hier kommt jetzt auch endlich mal dieser Waschbär vor. Es gibt doch diesen komischen Dingo-Waschbär, der in jedem Film in Anführungszeichen vorkommt. Bisher in den Filmen, die wir gesehen haben. Der hat auch einen eigenen Film, glaube ich, ne? Aber ich weiß Wabu nicht. Oder sowas heißt der. Ja, Wabu. Ach Gott. Der wäre noch was. Ich warte jetzt erstmal ab, wie viele Claims jetzt hier drauf sind. Boah, ich brauche erstmal eine Pause, ey, wirklich. Das ist immer. Diese Dingo-Filme saugen immer so viel Lebenswillen aus einem raus. Man muss das echt regenerieren irgendwie. Oh, diese armen, armen Kinder, die wirklich diesen Film vielleicht sogar als einzigen Film oder als einen von 3 Filmen hatten und sich dachten, er hat doch wieder den nochmal. Ich habe irgendwo, ich glaube in den Kommentaren unter dem letzten Film gelesen, dass eine Person das wirklich gesehen hat und damit aufgewachsen ist. Also sie hat immer nur diese Dingo-Filme gesehen und hat erst ganz, ganz spät gecheckt, dass es wirklich auch Disney gibt. Und immer nur diese Filme gesehen. Das ist eine Kindheit, würde ich sagen. Das ist bitter. Also, gut. Vielen, vielen Dank für diesen Fund. Danke, Mara. Und danke ich wünsche dir weiterhin noch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, eine schöne Erholung auf jeden Fall davon. Wir werden uns aber auf jeden Fall wiedersehen zum nächsten Dingo. Und in der Zwischenzeit geht es gleich bei mir weiter mit Turing Complete. Und ich werde jetzt ein bisschen mir die Seven Worst Wild Bewerbervideos angucken. Da wurde ganz viel bei YouTube eingereicht. Da bin ich mal gespannt, was da so alles reingekommen ist. Sehr schön. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hau rein, Mara. Bis zum nächsten Mal. Jo, mach's gut. Ciao, macht's gut. Bis gleich. Ciao.